So, und jetzt wollen wir doch mal gucken, was es mit dem Eispfeile schmeißenden Gegner da hinten auf sich hat. Du brauchst eine Fackel in der Hand. So. Diesmal lassen wir das Inventar auch offen, nur für den Fall, dass wir jetzt die Heiltränke schlucken müssen. Du machst dein Feuerpfeil bereit. Du deine Giftwolke. Und Geronimo. Oh, das ist ein Schütze. Also ähnlich wie die Legionäre, nur halt bewaffnet mit dem Bogen. Der Eispfeile schießt. Aber sobald wir nah genug dran sind, kann der uns gar nichts. Obwohl er ganz schön flink ist auf den Füßen und so schnell wieder hin und her rast. Neues Level für Klicknack. Hm. Was kriegt er denn? Er hatte bisher... Mit 7 Punkten kriegt er 9 Erdzauber. Das ist auch schon mal gut. Nämlich den... Stimmt, genau, den Giftbolzen. Den habe ich ganz vergessen. Den lernen wir schon mal. Und... Soll er auch diese zwei Sprüche lernen? Nee, komm, das setzen wir auch in Erdmagie. So. Hat er nochmal Resistenz gegen Gift bekommen, ist ja auch okay. Falls man wieder in seine eigene Giftwolke reinläuft. Oder wir ihn in seine eigene Giftwolke reinlaufen. Hier haben wir jetzt Frostbomben gefunden. Oh. Fehlen jetzt nur noch Giftbomben. Also Feuerbomben haben wir schon, Frost jetzt auch. Gift würde auch noch nahe liegen. Danach wüsste ich nicht mehr. Und fliegende Gegner können anscheinend wirklich fliegen. Ja, das war bei alten Spielen nicht immer gegeben, dass es auch so programmiert wurde. Und noch ein Level ab. Das geht ja langsam richtig flott. Dann können wir jetzt auch gleich gucken, wie viele Lebenspunkte er bekommen hat. Also es waren... bei ihm hatte ich es mir nicht aufgeschrieben. Aber er ist schon mal hungrig. Das können wir doch gleich mal ändern. So. Aber bei den beiden hatte ich es mir aufgeschrieben. Er hatte 63, er hatte 61. Jetzt hat er... Oh, oh. Jetzt haben wir einen Gegner erstmal. So, jetzt hat er 67. Und er 63. Also er hat einen Vierersprung gemacht. Und er hat nur einen Zweiersprung gemacht. Och nö. Das lässt jetzt andeuten, dass die Lebenspunkte beim Level-Up zufällig sind. Oh, sowas hasse ich. Da kann man eine richtig miese Party am Ende haben, wenn man Pech hat. Das hätten sie sich echt verkneifen können. Außer ich habe jetzt gerade irgendeinen Denkfehler gemacht, aber... Na gut, ich schreibe mir jetzt die Werte von denen nochmal kurz auf. Er hat jetzt 67. Er hat 63. Und dann gucke ich mal, was beim nächsten Level Up passiert. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, was ist mit Gorn? Gorn hat ein Level Up und er kriegt seine Punkte wieder in Rüstung. So, jetzt könnte er leichte Rüstung tragen, ohne negative Konsequenzen. Haben wir eine leichte Rüstung? Ja, haben wir. Oh, macht schon mal 2 mehr Rüstungsschutz, ist doch okay. Und er hat auch noch was Leichtes. Das kann Gorn dann auch gleich anziehen. Dann ist wenigstens sein Minus da weg. So, was kriegt er? Er kriegt... auch ausweichen, also den Rüstungsskill quasi vom Dieb, damit wir möglichst schnell auch mit ihm leichte Rüstung tragen können. Oder hieß bei Dolchen irgendwas? Auf Stufe 10 kriegt der Step eine neue Fähigkeit. Ein präziser Angriff, der doppelten Schaden verursacht. Wäre ja auch ganz schick. Vor allem, falls wir auf Gegner treffen, die magieresistent sind. Ich mach mal 2 Punkte auf Daggers und den Rest auf Dodge, damit wir nächstes Level, wenn wir denn Lust darauf haben,
die 10 Punkte zusammenbekommen können für die Sonderfertigkeit hier. So, dann schauen wir uns mal hier weiter um. Ob wir irgendwie hinter die Falltüren kommen. Ich höre Stein auf Stein. Ich höre immer noch Stein auf Stein. Ah, Shuriken. Ah, gut, gut. Aber da schmeiße ich nicht den Shuriken, da schmeiße ich den stinknormalen Stein. Tada. Ach, das sind ja auch komische Secrets. Und hier haben wir jetzt einen Bogen, aber dafür brauchen wir wieder beide Hände, sinnigerweise. Das lassen wir also erstmal auch. Also hätte ich das jetzt gewusst, wie sich das entwickelt, hätte ich zwei Bogenschützen, also Fernkämpfer hier und zwei Magier da. Und die beiden Magier unten hätten jeweils den Feuerskill. Aber mal gucken. Aber das ist halt der Haken daran, wenn man was zum ersten Mal spielt. Man spielt zum ersten Mal und weiß es nicht besser. Aber dafür kann man es ja nochmal durchspielen. Hm? So, Schlüssel haben wir keinen. Keiner ist nicht sehr viel. Oh. Das ist doch mal ein Druckplattenrätsel. Nein. Oh. Komm, stellt euch irgendwie zusammen. Ich will euch gleichzeitig töten. Ne, die stellen sich nicht zusammen. Das ist ganz, ganz doof. Ja, buxier dich in die Ecke. Das ist eine super Taktik, Gerogan. Okay, mein Plan. Wir bringen den hier um, das dürften wir auch schaffen. Danach springen wir in die Grube. Wenn wir dann noch genug Lebenspunkte haben, um den Fall zu verstehen. Boah. Mann, no. Ja. Das war unsere Heldengruppe. Ha, wann habe ich zuletzt gespeichert? Schauen wir mal. Ach, hier wollten wir gegen den Eispfeileschießer kämpfen. Am Anfang der Folge. Ja. Oder hatten wir das schon? Ne, da ist er. Jetzt bleiben wir mal hier stehen. Der flieht. Auch nicht schlecht. Komm, gut, gut, gut. So, jetzt kommt noch dieser komische Weiber hinterher. Der kann jetzt mit einer Giftwolke stehen. Und wie umgehen wir den Raum jetzt? Also, jetzt haben wir 3 Level-Ups auf einmal. Na gut. Wir müssen dann das nächste Mal, wenn wir in den Raum sind, mit den ganzen Legionären wahrscheinlich einfach von vornherein runterspringen in die Fallgrube. So, Gorn bekommt Rüstung. Shima bekommt 2 in Daggers, 2 in Dodge. Er bekommt alles in Erdmagie. So, jetzt wird geschlafen. Und dann lösen wir gleich das Rätsel mit den Ninja-Sternen und dem Steingewerfe, was wir eben schon gemacht haben. Und mit etwas Glück schaffen wir es, bis zum Ende der Folge dahin zu kommen, wo wir eben gerade gestorben sind. So, ja, ich sollte mir eigentlich mal die Key-Konfiguration angucken, ob es vielleicht einen Quick-Save-Knopf gibt. Auch wenn Quick-Save die Sache meistens lächerlich einfach machen. Und lächerlich einfach ist nicht der Grund, warum ich auf Hard spiele. Und schon wieder hat er mit seinem Speer einen umgebracht. Das ist ein Killer-Magier. So, hier geht nachher was auf. So. Wurfstern. Die können wir auch gleich werfen. Wir können ja wieder aufheben.
Oh, da fällt mir ein, wir sind gar nicht hier runtergesprungen, um zu gucken, was da unten ist. Ja. Gehen wir einfach mal runter. Hm? Sind auf jeden Fall schon mal Gegner da. Gegner sind Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind schön. Also, hat sich's gelohnt. Zumal es Gegner sind, die Essen hinterlassen. Besser kann es gar nicht laufen. Und noch viel, viel schöner, wir haben noch einen zweiten Schädel für unsere Schädelsammlung. Ja, definitiv. Man sollte immer in alle Fallgruben runterspringen, auch wenn es den Knöcheln wehtut. Zwei Stücken Essen. Noch ein Kraut. Ja, definitiv gelohnt. Da ist jetzt der Ausgangsteleporter. Wir wollen hier aber gar nicht raus. Wir wollen erstmal gucken, was hier noch alles ist. Und alles ist gar nichts. Na gut, dann halt ein Schläfchen. Ja, also wenn wir gleich bei den Legionären sind, springen wir einfach runter und hoffen, dass es da genauso heimlich ist wie hier unten gerade. Wo kommen wir raus? Irgendwo. Okay, jetzt müssen wir wieder was rüberwerfen und diesmal auch liegen lassen. Da bietet sich doch irgendwas an, was wir gar nicht mehr brauchen. Wir haben fast nichts, was wir gar nicht mehr brauchen. Okay, ah doch, da. Den Lendenschutz. So. Oh, da war jemand ganz schön hungrig. Da, bitteschön. Einer von euch auch hungrig? Nee. Kommt nur mir das so vor oder essen die Insektoiden weniger als die anderen? Was ja auch ganz praktisch wäre. Oder allgemein Nahkämpfer verbrauchen mehr Nahrung, das könnte auch sein. Weil sie sich ja wahrscheinlich mehr anstrengen als die Magier. Zumindest körperlich. So, da wäre jetzt wieder die Falltür. Und wenn wir auf die Druckplatten treten, kamen die, glaube ich, raus. Ha, das heißt, wir können aber doch hier einen Stein durchlegen. Das haben wir schon mal probiert. Dann wird die Druckplatte aktiviert und die wuseln da jetzt schon rum. Und dann drücken wir den Knopf, wenn einer über der Fallgrube ist. Erstmal speichern wir aber ab und machen einen kurzen Cut. Das tun wir uns in der nächsten Folge an. So, LP 010. Und bis gleich.